Na gut, hier ist immer noch der Schlüssel, wofür wir keinen Schlüssel haben. Die Muschel haben wir, die Tür kriegen wir nicht auf. Was hat der Schalter gemacht? Ah, die Tür auf und zu. Und die Tür vielleicht auch zu und zu. Ja, brauchen wir echt einen Schlüssel. Und der Gargoyle konnte. Oh, da ist noch was drin. War hier noch was? Nee. Und da ist ein NPC? Na gut, erforschen wir weiter das Gebiet hier. Hoffen wir, dass wir die restlichen Teile hier noch finden. Ah, ja, meine Freunde, die Steine. Ha, da ist was. Aber hier ist keine flackernde Wand. Und auch hier nirgends. Kann man hier irgendwo durch? Nö. Oh, was war das gerade? Achso, nur so ein Träger. Na gut, dann gehen wir mal die andere Seite lang. Also hier. Und hat er gerade das Seevolk und die Piraten als eine böse Rasse bezeichnet? Als eine böse Rasse bezeichnet? Das fand ich auch komisch. Ah, hier flackert's. Eiserner Drachenschlüssel. Schön. Dann können wir wahrscheinlich die andere Tür jetzt öffnen. Also wieder zurück. Ich habe den Verdacht, dass der Teleporter uns ja direkt wieder nach ganz unten bringt. Also zum Eingang. Zauberer sind ja, wie bekannt, relativ faul. So, darum. Und dadurch flitzen. So. Der wird wohl passen. Wo hast du dich versteckt? Da. Oh, was haben wir hier? Der Kartentisch versperrt mir den Weg. Ja, ich wollte das haben, was auf dem Tisch ist. Na gut, ist wohl nix. Wir haben einen Stahlspalter. 1d12 Schaden. Schön. Ein Trank der Heilung und das war's. Also neue Waffe zu haben ist ja schon mal schön und gut, aber eine Gegenstände, um den Gargoyle zu befreien, wäre besser. Na gut, heilen wir uns ein bisschen hoch und dann gucken wir mal in dem Buch, was genau wir jetzt brauchten, um den Gargoyle zu befreien. Das Buch war hier drin. Buch der Beschwörung. Eine Glaslampe der Lebensessenz und ein Horn der Herbeirufung. Haben wir beides nicht. Aber es soll alles in den Tiefen der dunklen Laterne zu finden sein. Und die Kugel können wir da auch nicht Verliere nicht den rausnehmen. Na gut, dann wären wir jetzt mit der dunklen Laterne fertig, soweit ich das sehen kann. Außer halt das Kellergeschoss. Und da können wir nicht rein, bevor wir die anderen Sachen irgendwo gefunden haben. Also geht's jetzt ab durch den Teleporter und dann wahrscheinlich ganz raus. Dann können wir die Muschel benutzen, um zu dem Schiff zu kommen. Oder uns vorher noch draußen ein bisschen umgucken. Weil wir sind ja einfach von der einen Burg. Moment mal, war hier nicht irgendwo ein Teleporter? Moment mal. Wir sind jetzt von dem Raum der Magier da lang, hier rum. Wird. Na gut, da lang. Egal, ich schaue mir aber weiter um. Was ich sagen wollte, wir waren ja von der Burg hinter den feindlichen Linien direkt zur dunklen Laterne gegangen. Aber vielleicht könnte man noch irgendwo abbiegen. Wusste ich's doch. Ich bin so gut. Oder Magier sind so vorhersehbar. So, dann nehmen wir mal die Steine wieder mit.
Wir hatten keine mehr. Gewicht ist okay. Dann gehen wir mal raus. Ja, wir wollen weiter geradeaus. Nochmal geradeaus. So, hier, nein, ich wollte... Okay, wir stehen jetzt direkt vor der Burg und können nur hier lang. Dann haben wir rechts Parseval, der aber nicht mehr rauskommen will. Und links irgendwas anderes. Hier können wir nicht weiter geradeaus. Wenn wir uns nach rechts drehen, drehen wir uns zurück. Und wenn wir uns nach links drehen, nicht. Also wir sind jetzt da lang gegangen. Dann einen nach oben und jetzt einen nach links. Eine unterirdische Stadt. Ah, gucken. Geht nur da lang. Ja, das wird die unterirdische Stadt sein. Ha. Da sollen wir wohl noch nicht rein. Also die Hauptquest sozusagen führt uns ja zu dem versunkenen Schiff. Aber mal ganz kurz reingucken können wir ja. Och, was bist denn du? Bleibt, wo ihr seid. Ich werde kämpfen, wenn ich muss. Genau. Was für eine Kreatur seid ihr? Hau den Krüppel. Keine Kreatur, sondern ein Mensch. Verwandelt, wie die anderen. Wie meint ihr das? Die Bewohner der Stadt. Ihr werdet sehen. Doch mein Herz bleibt mein Eigentum. Okay. Könnt ihr mir sagen, was hier geschehen ist? Es war die niederträchtige Magie des Kriegsherrn. Er hat uns alle in Fleischklumpen und Blutlachen verwandelt. Alle sind zu Monstern geworden? Verteidiger, Frauen, Kinder? Alle. Bis auf einige wenige. Es gibt einen kleinen Schatten, der mich nicht aus den Augen lässt. Ein Schatten, sagt ihr? Vielleicht ein weiteres Monster? Das bezweifle ich. Aber genau weiß ich es auch nicht. Er ist klein und schnell. Ich kann mich ihm nicht nähern. Vielleicht irgendein Kind. Diese Kreaturen... Sie greifen euch nicht an? Ich fürchte sie nicht. Vielleicht hat mich diese Magie auch verändert. Möglicherweise sehen mich die Kreaturen als einen der ihrigen an. Gibt es nicht irgendetwas, das ich für euch tun kann? Nein, es ist zu spät. Für mich und auch für die Stadt. Einst war hier ein großes Handelszentrum mit Häusern aus Edelsteinen. Häuser aus Edelsteinen? Es muss eine reiche Stadt gewesen sein. In dem tiefer gelegenen Edelsteinbergwerk wurde Tag und Nacht gearbeitet. Gern hätten wir alles hergegeben. Wäre der Kriegsherr doch an Schätzen interessiert. Er will die Herrschaft über alles, das gut ist, erlangen. Lebt wohl. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ich überleben kann, dann könnt ihr es auch. Denkt immer daran. Ich werde mehr tun, als nur zu überleben. Das verspreche ich. Genau, wir werden nämlich jeden töten, den du markant ist. Zwangsweise. Oh, schon wieder Teleporter. Gucken wir uns erstmal weiter um. Scheint er recht weitläufig zu sein. Soll das Gold darstellen? Ugh. Okay. Okay, Stichwaffen gegen Schleime nicht so gut. Speer wahrscheinlich auch nicht. Prüfen wir mal die Axt. Obwohl das auch nichts bringen dürfte. Was ist gegen Schleime gut? Feuer und Magie. Na gut, probieren wir kurz die Axt. Hm. Na gut, wir wissen nicht, ob die anderen Schläge das schon weich geklopft haben oder nicht. Aber beim nächsten Monster probieren wir von vornherein mal die Axt. Ein Smaragdblattschlüssel, ein Kriegstagebuch. Vielleicht steht da ja was Wichtiges drin. Der Form halber habe ich den Befehl des Rates verteilen lassen. Obwohl ich Kommandant der Streitkräfte der unterirdischen Stadt bin, werden nur wenige einem derart feigen Befehl gehorchen wollen.
Geht und sammelt euch, sagen sie, und lasst eure Häuser von dieser Horde Abschaum zerstören. Aber das werden wir nicht. Weder die Bürger noch meine Leute werden gehen. Heute werden wir bei der Verteidigung der Stadt sterben. Ja, das habt ihr wohl. Oder seid ihr wohl? Ja, scheinen echt die Häuser oder noch ein Schlüssel. Die Häuser oder die Geschäfte gewesen zu sein hier. Ah. Unser alter Freund der Stein. Nein, wir gucken uns jetzt noch weiter bei den Häusern um. Hör was rumkriechen. Ah ja. Nicht mehr oder weniger Schaden durch die Axt. Obwohl, geht. Ups, schnell heilen. So, du bist voll. Immer noch voll. Nicht besonders viel Schaden. Also, Schwert. Ups. Heilung. Scheint genauso viel Schaden durch das Schwert zu nehmen wie durch die Axt. Also ja, es ist machbar hier drin, aber wir kriegen ganz schön einen auf den Deckel. Müssen wir aufpassen. Und nochmal. So. Oh, hier ist gar kein Haus. Ein Stein, der sich nicht bewegt. Und eine... Ha. Eine Pickaxe als Schalter? Na gut. Kupferner Sonnenschlüssel. Wir haben jetzt schon 2 Smaragd und 1 Sonnenschlüssel jetzt. Ah. Steine. Mehr Steine. Viel mehr. Ah, haben wir nicht. Nur kleine Steine. Sack. Ja. Dann die Pickaxe auf die andere Seite. Sieht man auch nichts auf der Karte, ne? Na gut, gucken wir jetzt mal hier weiter lang. Ah, ein Sonnenschlüssel wahrscheinlich, ja? Das warst du. Ups, das sind ein paar viele. Das ging flott. Jetzt hätten wir gerne mal wieder ein paar Truhen. Was richtig schick wäre, wäre eine bessere Rüstung. Auge des Einblicks. Zeigt komplette Verlieskarte. Oh, das ist doch praktisch. Aber das bewahren wir uns auf. Und du willst nicht weggehen. Na gut. Dann schauen wir doch mal, ob wir durch die Pickaxe da den Stein oben auch bewegen können. Oder... ob durch das Drehen der Pickaxe die Stein die Platte bewegt, damit wir da oben weiter können. Nö. Na gut, dann wieder zurück in den Hauptbereich. Da gab es ja auch noch jede Menge zu erforschen. Nämlich einfach da hoch. Wie nah sind wir eigentlich am Level Up? Oh, wir haben schon Level Up.
Wir können aber keine Punkte verteilen. Was soll denn das? Müssen wir dafür extra einen Lehrer finden, oder? Das ist komisch. Na gut. Da werden wir wohl so oder so irgendwann drüber stolpern. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und Magie sah auch schon gut aus. Also kurz vorm Level Up. Das ist wieder so ein Blutding. Genau. Nein, nein, nein. Du bist jetzt gleich tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, na komm. Das wollen wir jetzt nicht riskieren. Nein! Ich sag ja, wir wollen es nicht riskieren. Na gut. Hilft nichts. Oh, ich habe jetzt noch die Kugel. Na gut, da wir eh gerade gestorben sind, mache ich jetzt kurz die Kamera aus, laufe jetzt mit der Kugel zurück zur Burg und gucke, ob ich damit oben das runde Schloss öffnen kann oder nicht. Wenn ich das nicht kann, laufe ich hierhin zurück, mache den ganzen Dialog neu und gehe dann zurück zur unterirdischen Stadt und so weit, wie wir eben gerade waren. Und dann sehen wir uns wieder. Bis denne.